Mal gucken, ob ich die 1,17 jetzt hier knacken kann. Okay, gut, das war ein bisschen sehr abgekürzt. Eieieiei, alles gut. Ah, oh, huiuiui. Huiuiuiuiuiui, das war aber knapp gewesen. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zum zweiten Video aus dem Hogaro-Ring. Im ersten Video ging es ja noch so ein bisschen darum, ich habe ein bisschen mit euch hier im Paddock in unserer Firmenzentrale ein bisschen hier und da gewirtschaftet. Mal nach langer Zeit, das habe ich irgendwie nie so richtig beachtet. Und wir haben ein bisschen die Trainingssession durchgearbeitet, wo ich euch auch gefragt habe. Und deswegen jetzt mal die ersten Fragen, bevor es in diesem Video wirklich losgeht. Wollt ihr gerne zwei Videos davon haben, wo ich zum Beispiel im Training sehr viel Quatsch so ein bisschen erzähle hier und da von der Formel 1 und wir uns einfach nur darum kümmern, dass ich mich ein bisschen fit mache fürs Training, oder reicht euch vollkommen jetzt hier dieses Video Qualifying plus Rennen? Zum anderen wollte ich von euch gerne wissen, welche eure Lieblingsstrecken denn sind. Vielleicht gerade auch hier im F1-Kalender, da haben wir ja wirklich mittlerweile sehr viele Strecken, ich glaube auch 2021 Rekord. Mit 21 oder 22 Rennen, ich weiß es nicht ganz. Ich weiß, bis jetzt konnten noch nicht alle Rennen gefahren sein, auch gerade wegen Corona. Sei es zum Beispiel, ich glaube, Vietnam ist komplett bisher jetzt ausgefallen. Aber ihr habt ja so einen kleinen Einblick. Welche sind denn eure absoluten Lieblingsstrecken? Und ja, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und wie würde eigentlich euer Auto aussehen, farbtechnisch so, wenn ihr euer eigenes Formel 1 Auto erstellen könntet, so wie es hier der Fall ist? Bei mir ist es ja rot-weiß-schwarz so ein bisschen, also sehr viel Rot, leichte Weißtöne und leichte Schwarz so als Kontrasttöne. Aber was wäre denn eure Farbe? Ich bin auch überlegen, ob ich mal so mehr wie in diesem Blauton vielleicht mal hingehe, also nicht zurückgehe, war ich ja vorher nicht gewesen, aber dann will ich eigentlich ganz gerne hin. Ja, Training 1 war gut gewesen, war auch sehr lustig gewesen. Nee, ich wollte eigentlich jetzt das hier nicht. So. Wir gehen uns erstmal hier unsere Session-Info anschauen und Reifen auf Soft, das würde ich auch so beibehalten, um irgendwie annähernd es zu schaffen, UQ2 zu kommen. Wäre nämlich wünschenswert, wir haben nämlich im kommenden Rennen wahrscheinlich ein Regenrennen vor uns. Von daher, ja, mitnehmen, was geht. Die Aggregate, unsere ganzen Motorenteile, die ich jetzt für ein Training getauscht habe, habe ich jetzt zurückgetauscht. Also die müssten auf dem Maximum sein. Ja, ist auch. So. Kommt da jemand? Ich mal kurz auf keine schalten. So. Steht man, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen Lewis Hamilton im Weg. Ist mir aber auch egal. Naja, muss er damit leben. So, mal gucken. Erste Runde. Da muss gleich was rauskommen. Ah, ich habe auch, glaube ich, mein letztes Mal zu früh DRS gedrückt. Da war ich so voreilig gewesen. Bei der Streckenakklimatisierung habe ich nicht genau den Punkt getroffen. Mal gucken, ob ich die 1,17 jetzt hier knacken kann. Okay, gut, das war ein bisschen sehr abgekürzt. Eieieiei, alles gut. Ah, oh, huiuiui. Huiuiuiuiuiui, das war aber knapp gewesen. Ja, ja, alles gut, Jeff, alles gut. Eieieiei. Oh, schade. Gut, die Wiederholungen habe ich nicht. Die Wiederholungen sind hier ein bisschen sehr kurz bei F1, aber trotzdem so überspringen. Settles lecker, bitte. Ja, I'm so sorry. Sorry. Ich bin aber immerhin Teamchef, also ich darf mir das erlauben. Ich darf hier alles machen. Wie sieht es denn zeitentechnisch aus? Ja, ich habe schon gesagt, oh, Mickey unter 1,17. Ja, die müssen wir jetzt hier irgendwie schlagen. Reifen, sind die noch? 21st, wir sind also quasi die Letzten hier, oder was? Warte mal, die Reifen wollte ich ja gerade mal gucken. Die sind noch gut. Die können wir auch noch nehmen. Uiuiuiuiuiui, ja da. Ordentlich rüber geräubert. Richtig Schwein gehabt, ey. Das sah die Auslaufzone doch an der Stelle, wo ich mich weggedreht habe, so groß ist. Mann.
Ah, und es war aber richtig gut gewesen, glaube ich, bis zum ersten Sektor. Also normalerweise wären die Reifen eigentlich hinüber, gerade auf diesen Quersteher. Die hätten überall solche Bremsplatten. So, mal gucken. Erste Kurve war gar nicht mal so schlecht. Ich fand im ersten Versuch war die ein bisschen besser. Jetzt oben die Kurve natürlich wesentlich besser treffen. Viel zu weit innen genommen. Ah, hier treffen wir auch nicht ganz. Aber alles in Ordnung. Jetzt die Schikane. Ja, die haben wir aber auch sehr gut getroffen. Auch so ein bisschen dieser Wulst, die auf diesen Innenkanten dort sich befinden, gut ausweichen können. Oh, das war natürlich jetzt hier richtig schlecht. Dafür war es jetzt hier besser. Ich glaube, das war keine gute Zeit. Oh, auch hier weit raus. So, unter 1,17 müssten wir kommen. Oh, wir sind weit weg. Eieieiei. Eieieiei. Wo sind wir denn da, bitteschön? Okay. Kriegen wir noch hin. Bisschen weit raus. Boah, scheiße aber auch. Abenteuerliche Linien hier. Nee, oh Gottes Willen. Eieieiei. Oh Gott, da kichere ich mir gleich hier einen ab, wie schlecht das ist. Hui. Oh, da müssen wir uns aber vielleicht nochmal richtig verbessern. Naja, unser Fastest Lap ist nix Fastes. Na, Mickey ist besser als wir. Aber Mickey müsste auch vielleicht nochmal eine Schippe draufsetzen. Das wäre geil. Dann kriegen wir beide in Q2. Aber Mickey ist gut drauf, muss ich sagen. Juan war bei lang, bei weit nicht so gut drauf gewesen, dass er hier die hier alle hinter sich halten konnte. Die Zeiten können wir fahren. Natürlich könnten wir vielleicht den Mickey raushauen, aber das ist halt leider so. Aber coole Zeiten, die er da eigentlich fährt. Also Juan hat nicht mal annähernd, glaube ich, den 17. Platz da irgendwie Q1 erreicht. So, Zeit genug haben wir noch für zwei gezeigte Runden. Lag auch nicht daran, dass die Reifen schon leicht abgenutzt waren. Nee, einfach schlecht gefahren. Ist auch ein bisschen mehr Power. Ich bin auch ein bisschen sehr übereifrig, was das DRS gerade hier anbelangt. Ah, mal gucken. Ah, hier komme ich besser rein. Sehr schön. Was ist denn hier los mit mir? Was? Der zweite Sektor ist persönlich schnell so Sektorzeit für mich. Wie geht das denn? Ah, nicht ganz. So, jetzt alles auf eine Karte hier. Gute erste Kurve, Batterie ist auch noch ein bisschen was da.
Oh, das war ein Monster-Quersteher gewesen. Oh, da war ich viel zu weit innen gewesen hier. Sehr schön. Ja, Session ist vorbei. Mickey, tut mir leid, aber ich muss jetzt da vom Thron kicken. Oh nein! Ah! Oh, das gibt's doch nicht, wo fahre ich denn lang? Oh Gottes Willen, oh Gottes Willen, oh Gottes Willen! Kommt sie, Ibushi! Ah, das war nicht gut. Wir sind zwar 17. geworden, konnten noch Niki. Eieieiei, fehlen mir die Worte. Ich habe ja hier keine Runde ordentlich getroffen. Ich glaube, mit dem 17. sind wir aber, wenn, weitergekommen, außer wir wurden nochmal geschlagen. Ne, wir haben Niki rausgekegelt. Oh Gott, war das schlecht gewesen. Ey, da gab es ein paar Passagen, die waren mega gut gewesen und dann wieder 2-3 Stütze aber pro Runde reingehauen. Boah, ey, nee. Zumal ich würde nicht mal sagen, dass ich keine Möglichkeit habe, in Q3 zu kommen, weil ich konnte keine vernünftige Runde fahren. Ich bin eine knappe 1,17 gefahren mit einem Monster-Quersteher, der wirklich bestimmt eine Sekunde gekostet hat. Der war ja krass gewesen. Ach, wir sind doch ausgeschieden? Es sah so aus, als wäre ich weitergekommen. Warum bin ich denn nicht weitergekommen? Okay. Naja, gut, dann geht's gleich zum Rennen. Warum auch immer. Ich dachte, die besten 17 kommen weiter. Eieieiei. Gut, dann geht's auch denn damit gleich zum Rennen. Na, wird's ja auch spannend. Schön im Regen. Beziehungsweise mal gucken. Ich weiß natürlich auch nicht, da wird Regen angezeigt, ob es die ganze Zeit schon regnet, ob es vielleicht gerade am Aufhören ist oder ob es erst noch regnen wird. Wenn natürlich so Mischmasch ist, wird's wiederum sehr spannend, was Strategie anbelangt. Okay, es regnet ziemlich doll. Es regnet doch ziemlich doll. Ich will mir auch kurz mal die Startbestellung angucken. Bin ein bisschen erstaunt. Ich dachte immer Platz 17. Oh, Albon auf 2 vor Verstappen. Wow. Das ist natürlich sehr realistisch. Ja, wo ist Bottas? Ach, wahrscheinlich. Keine Ahnung, was wird denn im Vorjahr passiert? Der ist wirklich vorher ausgeschieden, wa? Komisch. Aber wir konnten die Williams in uns lassen. Ja, Ziel wird es heute sein, 17 und 18 ins Ziel zu bringen. Vielleicht noch ein Ticken besser, aber mehr ist da nicht. Und sich nicht rauszuschießen. Gerade wenn wir nebeneinander starten. Das wird natürlich sehr lustig. Also wir haben es aktuell ein bisschen mehr Regen. Ist natürlich jetzt die Frage, wie sieht es denn hier auf der Strecke so aus? Aber viel scheint das nicht zu sein. Ob natürlich. Wir machen aber trotzdem einen Boxenstopp. Wir gehen ins Trockene. Hm. Bin überlegen, ob wir eine Strategie, ob wir auf die Regenreifen nämlich gehen. Aber ich glaube. Ich sehe auch hier nicht, wer hier was hat oder so. Nee, machen wir einfach so. Wa? Mehr kannst du auch nicht machen. Ja. Okay, erstmal für uns mal kurz hier den Punkt finden. Ja. Gleich eine Übung hier. Okay, sehr schön durchdrehende Räder. So, Differential schon mal runterstellen. Jo. Oh, das wird natürlich richtig lustig hier. Das wird richtig lustig. So, überspringen wir mal die Einführungsrunde und dann mal gucken, wie das gleich hier abgehen wird. So, nicht zu sehr hochdrehen. Oh, also richtig gut weg komme ich aber hier nicht. Ja, mich kommt ein bisschen besser weg, aber trotzdem. So, erste Kurve hier. Na, immerhin 14. Platz.
So. Puh, die ersten Meter im Regen finde ich immer am schlimmsten. Man natürlich immer erstmal gucken muss, okay, wie kommst du jetzt gerade damit klar? Man ist natürlich jetzt hier im Hinterfeld so ein bisschen leicht benebelt, aber wow. Oh. Kann man kontern? Kann man kontern? Ja. Na, oh, weg, 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 weg. Oh, ich dachte, ich bin da jetzt so ein bisschen vor den einen. Ja, ich versuch's. Oh, ich muss erstmal. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen selber überrascht, dass jetzt der Toro Rosso, der Alpha Tauri, da auf einmal so schnell wieder dran war. Ich dachte, ich habe jetzt so wirklich so ein bisschen meine 14. Platz hier so ein bisschen erarbeitet. Ich weiß auch nicht, ob Intermedien City die beste Wahl war. Rutschiger als gedacht. So. Huh. Okay. Mal gucken. Die ersten Runden stehen jetzt an. Die Reifen sind ja auch, müssen ja erstmal auf Temperatur kommen. Mal gucken, wann natürlich hier Gasly wieder angreifen wird. Ja. Ocon muss ich da auf alle Fälle ein bisschen fallen lassen. Währenddessen Gasly hier so ein bisschen wieder rankommt. So, 18 Runden. 18 ganze Runden. Huiuiuiui. Okay, gleich mal Jeff fragen, wo Mickey ist. Ein bisschen erstaunt. Komm, da kommen wir gut hinterher. Das ist natürlich, ich finde diese Umgewöhnung halt immer so krass. Ein bisschen die ganze Zeit im Training, im Trockenen gefahren. Trainiert sich dann aufs Trockene und dann Qualifying. Und jetzt hier im Rennen natürlich gleich erstmal im Nassen. Aber, boah, wir kommen hier gut hinterher. Sehr gut hinterher. Na gut, Norris wird auch ein bisschen aufgehalten. So, mal gucken. Okay, also Wagen sieht auch gut aus. Ist jetzt, wo man jetzt sagt, kein Schaden dran. Weil mit Gast hat man eine kleine Tuchfühlung gehabt. Aber ich bin erstaunt, wie gut wir hier hinterherkommen und auch mithalten können. Oh, Baller. Ja, bei Nassen halt immer früher hochschalten als sonst. Ja, ich weiß. Lohnt sich gerade aber jetzt hier nicht so richtig. Meine Fehler hier wieder ein bisschen wieder gut machen. Können wir gerne mal jetzt so eine halbe Runde gleich verwenden. Ich finde es in den Kurven, gerade bei Nässe macht es nicht viel Sinn, wenn die Reifen natürlich noch mehr durchdrehen. Und du schon sowieso schon so ein bisschen am Kämpfen bist. Ja, alles klar, so. Okay, ja, eigentlich. We're in P14. Norris ahead. Gap to car in front is 1.5 seconds. They're on fresh inters. Gasly behind. Less than a second separate you. They're on fresh inters. Pit strategy complete. Warte mal, ich glaube eigentlich, wir könnten hier auf weiche Reifen noch irgendwann wechseln. Ich dachte, der sagt mir irgendwas von Mickey. Ich wollte gerne wissen, was mit Mickey hier ist.
Hoppala, Entschuldigung. So lange genaues herfahren können. Naja, klar, wenn wir natürlich jetzt hier irgendwie eine Boxenstrategie irgendwann hätten. Hamilton 1:31, 3 Zeiten. Also wir sehr weit davon entfernt. Aber ich weiß auch nicht. Ach, der hängt hinter Magnussen. Wollte mich gerade sagen. Schon mal dafür vorsorgen, falls wir einen Boxenstopp machen werden. Also ich werde jetzt hier... Oh, jetzt kommt aber Gasly langsam hier wieder ran. Aber wir sind eine knappe Sekunde langsamer als Hamilton. Falls ihr nämlich einen Boxstopp machen sollt, natürlich auf weiche Reifen. Ich werde zu lange draußen bleiben, bis die sich dann lohnen. Die erste Spur fahren wir nämlich schon. Also schon im 5. könnte es weniger werden. Er hat zwar 10 Minuten gesagt, aber da könnte es trocken werden. Ich denke mal, in 5 Minuten wird es halt auch dann spürbar weniger Regen. Die ersten Spuren sind schon freigefahren. Okay, Gasly ist ziemlich schnell. Ocon ist zu langsam. Bis jetzt geht das hier alles noch. Oh, Hamilton fährt aber eine schnelle Runde nach der anderen, aber auch nicht jeweils so viel schneller. So. Wir müssen ein bisschen hoffen, dass Norris noch lange hinter Magnussen hängen bleibt. Die falsche Strecke auch ein bisschen ausnutzen. Oh. Sehr schön. So, ich weiß immer nicht, wo Mickey ist, wa? Ich weiß immer nicht, wo Mickey ist. Aber wir sind jetzt sehr nah dran an Norris. Mal gucken, können wir vielleicht hier zum Überholen ansetzen? Ich glaube mal eher aber nicht. Hier kommen wir sehr weit raus. Hamilton, nächste Bestzeit. Wenn wir jetzt da an Norris rankommen. Ah, gar nicht. Aber wir sind dran. Das merkt man auch, dass man hier kaum noch was sieht. Ja, Magnussen hält ihn da so ein bisschen jetzt auf. Hält es aber noch ein bisschen in Grenzen. Gasly, ja, eine kleine Lücke hinter uns ist da jetzt schon mal. Und hinter Gasly sowieso. Ah, die Reifen fühlen sich jetzt richtig gut an. Gebrauchte Reifen fühlen sich immer gut an. Das ist irgendwie merkwürdig, weil ich glaube, die sind schon ganz schön abgenutzt. Also wir reden, ich denke jetzt nochmal, wir reden jetzt hier nicht von 20%. Ja, abwarten und Tee trinken. Das bringt mir sowieso jetzt hier nichts. Auf Teufel komm raus, versuchen die beiden irgendwie zu überholen.
Punkte sind sowieso jetzt in der Situation sehr schwer. Wir müssen jetzt spekulieren darauf, dass wirklich der Regen irgendwann mal aufhört. Hamilton fährt hier wirklich schön seine Runde oder seine Stetsrunde nach der anderen. Und dass wir spekulieren, dass halt dann nochmal wirklich es wirklich trocken wird. Okay, battery's looking good. You can use overtake to get past. Jeffy, mache ich gerade. So. A teammate behind is 9.1 seconds. They're on old inters. They're in 19th. The time last lap was a 1 minute 33.4. Oh komm, wir haben schon mal die 1.32 jetzt hier geschlagen. Oh, 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 oh. Oh. Boah, wir sind sehr weit draußen jetzt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Er meinte sogar noch alte Intermediens. Ach, scheiße. Entschuldigung. Na, siehst du, habe ich gesagt. Also, die sind schon ein bisschen gebraucht. Gerade die Hinterreifen heftig. Durch das Durchdrehen. Aber alles doch in Ordnung. Ist natürlich jetzt, muss natürlich jetzt hier so ein bisschen ranklotzen, weil ich will hier dran und bleibe den Anschluss nicht verlieren. Weil das Ding ist ja, wir sind ja 14. So, Norris 13, Magnussen 12, dann kommt ja schon 11 und dann kommt schon die ersten Punkte. Gut, so viel dazu. Und die sind da vorne. Guck mal. Da sind zwei, drei, erste Kurve. Und jetzt kommen erst Magnussen und Norris. Also, Platz 9 ist da vorne. Ist vielleicht jetzt nur 3,5 bis 4 Sekunden weg von uns. Da fängst du natürlich an, jetzt später Boxenstrategie. Wenn es wirklich dazu kommen sollte, hier wird es nochmal ein richtiges Chaos geben. Oh, da kann einiges passieren. Und das macht es jetzt gerade wirklich so spannend. Er muss auf alle Fälle jetzt mal nehmen. Sonst gibt es wirklich irgendwann hier Ärger. Ah, Magnussen können wir aber richtig gut hinter uns halten. Das ist natürlich richtig geil. Damit hat jetzt die 1.30 geknackt. Also ja, für Windschatten wird es nie reichen gegen Norris. Geil wäre natürlich, wenn die beiden sich so ein bisschen behagen. Unsere Lücke da lassen, können wir die beiden überholen. Und Magnussen bleibt auch noch vor Norris. Weil Magnussen hält uns jetzt hier so ein bisschen alle auf. Das war natürlich richtig schlau gewesen. Da war ich ein bisschen zu schnell für die beiden da vorne gewesen. Ja, der Magnussen hält die wirklich auf, wa? Das merkst du jetzt auch schon, wir sind jetzt wieder an Norris dran. So, wir sind eigentlich hier. Is ahead of you. Our gap to the car in front is 1.2 seconds. They're on old inters. Gasly behind. Less than a second separate you. They're on old inters. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. 9 laps to go.
Also durchfahren wollen wir damit. Damit natürlich ein bisschen sehr lustig. Könnten wir auf alle Fälle schaffen. Jetzt müssen wir vielleicht auch irgendwie hoffen, dass manche vielleicht eine Boxenstopp-Strategie schon eingebaut haben von Hause auf, was ich ja gesehen hatte. Und dass sie sich auch nochmal Intermediens holen. Du wärst mit frisch Intermediens, wärst du jetzt nochmal schneller, auf alle Fälle. Aber in den, naja, mittlerweile nur noch 8 Runden oder 7 Runden das wieder reinzuholen, kaum möglich. Right, we think the car behind might start to have fuel management issues. Let's see if we can use this to our advantage over the next few laps. Okay. Der muss jetzt Benzin hinter uns sparen, Gasly. Wir in keinster Weise irgendwie. Sprich, der wird wahrscheinlich jetzt uns eine kleine Lücke hier schenken. Der muss wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen abreißen lassen. Wir können uns gleich mal so ein bisschen den Wetterbericht anhören. Ob es da auch Neuigkeiten gibt. Regen ist, ich würde jetzt sagen, nicht weniger geworden oder so. Du hast natürlich eine ordentliche, die ideal in die Spur, die ist zu sehen, die ist richtig dunkel. Da liegt wesentlich weniger Feuchtigkeit. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Ah ja. Current forecast is 5 or 10 more minutes of rain before it dries up. Inters seem like the fastest tire for now. Okay, gut, also da passiert nichts mehr. Jetzt heißt es nochmal wieder 10 Minuten, bis es abtrocknet. Das haben die vor gut 7 Minuten schon gesagt. Also einfach nur nach Hause fahren, wa? Einfach nur nach Hause fahren, Wagen nicht zerstören. Und gut ist. Jeff, du bist eine süße Maus, aber das ist auch nicht so einfach und nicht so möglich. Er hockt da bestimmt gerade unter seinem Täschchen, da ist schön warm, trinkt gerade, schlürft gerade einen Kaffee, guckt auf die Monitor und denkt sich so, Power-Button zum Überholen, da kannst du sie alle überholen. Ja, wir sind nicht hier beim Mario Kart, Jeffy. Oh, Hamilton fährt aber jetzt nochmal hier richtige Zeiten raus. Wir sind nochmal wieder am Norris hier dran, mal wieder. So, täglich grüßt das Murmeltier. The track is drying, but it's gonna take a while to clear the standing water off the line. Don't start thinking about slicks just yet. We're leading our teammate by 13.3 seconds. Das Doofe ist natürlich immer wieder, man könnte jetzt hier was probieren. Man würde nichts verlieren, ganz ehrlich. Aber dann ist man weiter hinten und dann kommt sowieso ein Interview und dann heißt sie dann, halt das und das immer. Man muss was riskieren. Na, jetzt redet aber doch sehr viel über eine trockene Stelle. Für uns ist ja nur so ein Nebel, weil wir jetzt gerade hinter Norris hinterher fahren. Also der Unterschied zwischen Qualifying und Rennen ist dann schon doch relativ groß. Mach mich hier ganz gut. Frage wird eher die sein, kommen vielleicht noch welche an die Box, aber ich glaube eher nicht. Das ist ja einfach ein bisschen zu riskant. Engine is showing small signs of wear. Power output will be down. Yo, Power out. Wir müssen die Batterie ab und zu benutzen. Können wir ja mal die Runde jetzt hier komplett mal durchziehen.
Ja, ja, voll auch schon mal gut weit weg. So, nicht zu nah ran. Ja, guck mal, der Norris, der kann da aber die weißen Curbs da ordentlich benutzen. Mein Auto dreht sich da immer weg. Sobald wir da dran sind, ja, verlieren wir gleich mal so ein bisschen was. Das Auto ein bisschen unruhiger. Zumal man sieht viel weniger. So. Aber hier schaffen wir es auch nicht, die Gerade ist so kurz. Na, greift Norris da jetzt mal Magnussen an. Ah, bisschen die feuchten Stellen jetzt auch mal ausnutzen. Die Reifen ein bisschen runterkühlen. Sind jetzt nur noch 4 Runden nämlich. 5 Runden noch mit Benzin. Ah, kleiner Quersteher von Norris. Ah, ich glaube, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Und Hamilton fährt da weiter schnelle Runden. Nee, da komm ich nicht ran, ey. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. So, spätes Bremsen hier. So, jetzt zeigen wir uns ab und zu mal hier im Rückspiegel von Norris. Gut, an einer Stelle, wo du das jetzt niemals erwarten würde, warten wir ab. Ah. Jetzt probiere ich hier aber auch wirklich alles. Der Gassi kommt da, ich habe gerade schon gesehen, der kommt da richtig gut mit noch. Wir müssen ja auch gleich zum Überholen ansetzen, weil ich glaube, Gasly hätte die Füße auch nicht lange still. Kaum Möglichkeiten hier, ey. Nee. Hier spielt das Anbremsen. Nein. Ah, Mist. Gibt es ja auch wirklich nur eine Stelle, wo ich sage, wo ich es probieren könnte, das wäre hier. Und dann hier am Ende sind Überraschungen rein, aber kann ich vergessen.
So, ich versuche jetzt hier wieder ein bisschen ranzukommen. Und dann letzte Runde richtig alles an Batterie verwenden, was wir haben. Da ist nämlich schon die vorletzte Runde hier. Oh, voilà. Gleich. So, letzte Runde. So, jetzt. Alles, was wir an Batterie jetzt hier haben. Das ist aber zu weit weg, glaube ich. Boah. Hui. Ja. Nee. Aber wir konnten uns sehr, sehr lange, also für uns gesehen, ein ganzes Rennen, aber jetzt 25% einer Rennlänge hinter Norris halten. Hamilton gewinnt, glaube ich. Was mich jetzt gerade ein bisschen alles jetzt da oben ein bisschen stört, die ganzen Einblendungen. Oh, Gasly greift hier doch nochmal an. Kampflinie. Wow. Uiuiuiui. Oh, irgendwie auf einmal jetzt gerade so ein kleines Loch gehabt. Wo die Reifen kurz mal aufgegeben haben. Gutes Rennen. Eigentlich ein sehr, sehr gutes Rennen. Das bei nassen Bedingungen und wir konnten sehr, sehr, sehr gut mithalten. Fahrer des Tages, Waldemar van der Look. Cool. Gute Zeiten gefahren. Mehr war nicht drin gewesen. War. Ist halt dann auch bei so einem Regenrennen natürlich so eine Sache. Wenn man ohne Boxenstopp, Boxstopp macht es natürlich ein bisschen spannender. Hätte es natürlich auch spannender gemacht. Wenn es trocken gewesen ist, hätte alles werden sein können. Aber nun hat Hamilton gewonnen. Wir sind Platz 14. Ich glaube, das ist ein Riesenerfolg von Platz 17 auf Platz 14. Das bei nassen Bedingungen, was mir gar nicht liegt. Wo ich gar nicht gut drin bin. Trotz all den, ja, die gute Zeit gefahren. Und ich bin auch der Meinung, ich glaube, in Sachen Zwischenzeiten sehr gut mitgehalten. Können wir uns ja gleich mal angucken. Erstmal hier Siegerehrung. Habt ihr toll gemacht. Champagner. Shampoos auf alle. Genau hier. Zack. So, am Ende des Tages ist ja Hamilton grandiose Zeiten gefahren. Wo ist denn Bottas? Nur Elfter? Okay. Beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute der Habicht. Ha. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Das stimmt allerdings. Guck mal hier, 1:31.8. Also wir hätten hier vorne gut mithalten können. Richtig starke Zeiten. Und Mickey kommt. 19. Platz wurde von Russell überholt und von Kimi, aber das ist ja vollkommen egal. Konnte Roman Grosjean hinter sich halten, Antonio Giovinazzi und also in dem Sinne drei Teams konnte er hinter sich halten. Von daher, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Mal gucken, ob wir noch ein Interview hier machen. Ansonsten gebe ich dann gleich ab, ja, an mein Outro. Nee, Interview. Dankeschön. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Oh, wir haben drei Plätze gewonnen. Kann niemand. Ich find diese Fragen, also die Fragen könnten sie irgendwie mal ein bisschen vereinfachen oder einfach sagen, guck mal, ja, unser Neuer hat fantastische Arbeit geleistet. Dass man halt einfach wirklich jetzt zum Beispiel beim Regenrennen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber beim Regenrennen zum Beispiel auch eine Rubrik hat, ja, solche Sachen passieren beim Regenrennen, man muss halt wirklich einfach, ja, ein bisschen das Glück auf seiner Seite haben, dass man halt wirklich die bessere Linie hat. Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben.
Ihr Team ist sicher begeistert. Das war für die Fans. Ich biete immer eine gute Show. Ich bin sehr froh über Unterstützung während des Rennens. Ja, die Fans waren toll gewesen. Auch mal ein bisschen den Fans Anerkennung geben. Hast du das Gefühl, dass das Rennen für Sie heute gut gelaufen ist? Nein, das ist nicht das Ergebnis, das ich brauche. Die Sterne standen gut und es ist alles so gelaufen, wie es ja, war. Wirklich, ist in Ordnung. Haben Sie sich bei diesem verregneten Wetter heute wohlgefühlt? Nein, ich hasse Regen. Nasses Wetter ist ein Risiko. Ich hatte allerdings ein großartiges Team hinter mir, das mir geholfen hat. Oh, das Leben würde doch keinen Spaß machen, wenn es nicht ab und zu eine Prüfung bereithalten würde. Nein, ich hasse Regen, aber man muss trotzdem sein Bestes geben. Ah ja. Gut. Schönes Interview. Vielleicht können wir irgendwann mal uns zusammensetzen und über wirklich tolle Themen reden. Okay, alles Klärchen über Gummibärchen oder so. Gut, liebe Leute, das war's gewesen, war? Das ist jetzt bei uns, das ist ja mein Kontrahent. Ach ja, stimmt, Sebastian Vettel ist unser Kontrahent. Keine Ahnung, warum ich den rausnehmen sollte. Ich hatte auf einmal richtig stark gehabt, nachdem ich Chauvinazzi hatte. Sei es drum. Miki, ja, eigentlich soweit alles supi, alles gut. Ja, Fahrer Level 8 versus 5. Geld haben wir natürlich jetzt als Bonus keins bekommen. Dafür jetzt Grundauszahlung 50.000, Gesamt 50.000. Naja, alles soweit in Ordnung. Denn würde ich mal sagen, sehen und hören wir uns bei der nächsten Folge. Dann geht's wo immer auch hin. Wir gehen dann aber erstmal in die Team-Hauptzentrale oder Team-Hauptquartier. Also bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Aber wow, der Toro Rosso kommt da. Ah, ja. Mega okay. Scheiße aber auch.